Ja, lange war unklar, ob Grujic, der Mann in Grün mit der 4 auf dem Rücken für Gönnern, ob er überhaupt würde spielen können. Er leidet nämlich an einer hartnäckigen Verletzung am verlängerten Rückgrat, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Die behindert ihn eigentlich schon seit einiger Zeit, seitdem er in Gönnern dieses doch recht harte Training mitmacht. Immerhin 10 Trainingseinheiten gibt es hier unter Helmut Hampel, aber er konnte spielen. Der Erfolg im Doppel hat ihm da vielleicht auch ein bisschen Auftrieb gegeben und er konnte nicht nur spielen, sondern er konnte auch richtig gut spielen, denn er hat den ersten Satz gegen Schmirev aus Mülheim doch deutlich für sich entschieden mit 21:12, jetzt 12:11 Führung für Grujic. Slobodan Grujic, die Nummer 1 aus Jugoslawien. Steffen, auch zu seinem Spiel ein paar Anmerkungen vielleicht? Ja, ist auch ein Spieler, der nicht mit Vor- und Rückhand gut spielen kann, wobei er, glaube ich, auf der Vorhand etwas stärker ist, aber er kann auf der Rückhand den Ball sehr, sehr gut im Spiel halten und die Bälle eigentlich vorbereiten, die er dann letztendlich mit der Vorhand punktet. Er hatte Umstellungsprobleme, ganz klar. Er musste sich erstmal an dieses doch sehr intensive Training in Gönnern gewöhnen, aber mittlerweile hat er sich doch gefangen. Und wenn man mal hineinschaut in die Bilanz, 7:7, sie ist ausgeglichen bis zu dieser Partie heute. Maxim Schmirev, links aus Mülheim. Ein Spieler, der im Training auch ganz, ganz hervorragende Leistungen bringt, aber er hat noch das Problem, so sagte uns der Trainer, dass er ein bisschen instabil ist, psychisch instabil, zweifelt häufig ein bisschen an sich selbst und wenn dann natürlich die Fehler sich häufen, dann ist es schwierig, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Schmirev, ein Neuzugang, spielte in der letzten Saison noch beim PSV Oberhausen in der zweiten Liga. Bevorzugt das kurze Spiel am Tisch. Schmirev, werden wir hier nochmal eine schöne Studie sehen von Bobo Grujic, Bobo, der Spitzname des Jugoslawen. Ich glaube, für Grujic ist auch ein bisschen das Problem, dass er jetzt zum ersten Mal hier in der stärksten Liga der Welt spielt und eigentlich jedes Wochenende ein bis zwei Spiele hat, in denen er also wirklich gefordert wird. Wobei er zuvor in Jugoslawien die internationalen Turniere mehr im Vordergrund gesehen hat, muss er doch jetzt hier in Deutschland eigentlich jede Woche Topleistung abbringen und das ist, glaube ich, nicht sehr einfach für einen Spieler, speziell für ihn, der auch sehr viel von seiner Fitness abhängig ist. Aber man ist durchaus zufrieden mit Grujic, denn er hat seinen Vertrag verlängert bis zum Ende der kommenden Saison. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Maxim Schmirev, beziehungsweise was passiert überhaupt mit PostSV Telekom Mülheim, wenn sie denn die Klasse nicht halten können? Die Frage muss man vielleicht auch mal nachher stellen an den Trainer. Denn da gibt es Gerüchte, dass diese Mannschaft vielleicht auseinanderfallen wird, vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga antreten wird. Im Moment zumindest sieht es nicht gut aus für die Mannschaft in Blau. Schmirev jetzt beim Aufschlag. 15:16. Jetzt der Ausgleich. Also es geht knapp zu in diesem zweiten Durchgang. Ja, man sieht, dass der Maxim Schmirev doch teilweise sehr, sehr gute Bälle spielen kann. Teilweise Weltklasse-Bälle. Aber dann folgen wieder zwei leichte Fehler. Und das ist der große Manko in seinem Spiel, hat man eben gesehen, der Ball wechselt zuvor fantastisch und dann im Anschluss direkt ein Fehlaufschlag. Aber er feuert sich übrigens schon deutsch an. Komm jetzt, haben wir gerade gehört. Er lebt ja auch schon lange Jahre in Deutschland, hat zu meiner Zeit, als ich noch in Düsseldorf gespielt habe, mit uns in der Trainingsgruppe trainiert, hat bis vor kurzem auch noch zur Trainingsgruppe von Düsseldorf gezählt, aber hat in letzter Zeit auch sehr große Probleme mit Verletzungen. Das lässt sich dann auch im Spiel nieder. In seinem Heimatland, in Russland, ist er die Nummer 3 hinter den beiden Masunov-Brüdern. Der bekanntere ist sicher Dimitri Masunov, der in Ochsenhausen in der Bundesliga an Position 3 spielt. Also Grujic, fehlen jetzt nur noch 2 Punkte, dann hat er dieses Match entschieden und dann hat er auch die gesamte Begegnung zugunsten von Gönnern entschieden. 19:16 bei einem Aufschlag. Jetzt sogar 20:16, 4 Matchbälle, keine Gefahr mehr, oder? Eigentlich nicht, aber im Tischtennis ist alles möglich. Man kann innerhalb kürzester Zeit so ein sicher geglaubtes Spiel noch verlieren, aber er war einfach zu gut heute und vom Spielverlauf her war es, glaube ich, auch noch sehr, sehr schwer jetzt für Schmirev da das Spiel noch umzudrehen. Also klare Sache, nicht nur in dieser Partie, 21:12, 21:16 für
den Mann, der hier die Faust schwingt für Bobo Grujic, sondern auch diese Mannschaftsbegegnung 6:0, klarer Sieg für TTV Gönnern. Ich bedanke mich herzlich bei Steffen Fetzner. Freut mich, dass das heute geklappt hat und hoffe, dass wir uns demnächst mal vielleicht bei einer anderen Bundesliga-Begegnung wiedersehen. Und damit von hier oben machen wir Schluss und wir geben ab zu Harald Schult. 6:0, also ein klares Ding für die Gastgeber, für Gönnern gegen Mülheim. Und jetzt habe ich beide Trainer hier, Frank Heckenberger und Helmut Hampel. Ja, Heckenberger, Sie hätten sich das sicherlich anders vorgestellt. Nach 1,5 Stunden war hier alles vorbei. Doch ein bisschen schnell, ne? Ja, ich glaube, das hatten die wenigsten gerechnet, dass wir heute so deutlich unter die Räder kommen. Wir haben zwar schon in der Vorrunde mit 6:1 relativ hoch verloren, aber wir haben uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet für die Rückrunde-Partie. Und ich muss natürlich sagen, die Mannschaft von Gönnern hat sehr gut gespielt und hat wieder erwarten, meiner Meinung nach wieder erwarten, fulminant aufgespielt. Und mir fehlen da einfach die Worte, muss ich ehrlich sagen. Unsere Mannschaft hat eigentlich von ihrem Niveau normal gespielt. Kongwa hat relativ gut gespielt, die anderen haben, naja, mäßig gespielt, aber dass wir dann 6:0 verlieren, war doch relativ deutlich. Herr Hampel, das war jetzt ein direktes Kompliment. Sie haben furios heute Abend gespielt. Sehen Sie es auch so? Danke erstmal, Frank. Ja gut, die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Ich meine, unser Grundstock zu dem Sieg waren die Doppel. Ich hatte das auch im Vorfeld schon gesagt, wenn wir 2 Doppel gewinnen, dann ist alles möglich. Und es hat sich auch dementsprechend bewahrheitet. Und was natürlich eine sehr gute Leistung war, war der Sieg von Timo Boll gegen Chen Zibin. Er hat in diesem Spiel taktisch ganz hervorragend gespielt und sehr diszipliniert gespielt. Und im Endeffekt hat er auch dann gewonnen und es war schon eine super Leistung. Auch wenn wir uns jetzt nochmal alles in der Übersicht anschauen, es lässt sich trotzdem mehr nichts machen für Mülheim. 0:6, es bleibt dabei. Also, die ersten beiden Doppel gingen verloren, dann gewann auch Danny Heister, die Nummer 1 von Gönnern und gerade angesprochen eben die Partie Timo Boll gegen Chen Zibin. Herr Heckenberger, wie würden Sie das sagen? Hat Chen Zibin mutlos gespielt oder sogar lustlos? Lustlos mit Sicherheit nicht. Man muss sagen, der Timo Boll hat sehr stark gespielt. Es hat seine letzte Form oder seine Form der letzten Tage bestätigt. Er hat wirklich das Spiel dominiert. Aber ich muss natürlich auch zur Entschuldigung von Chen Zibin sagen, er hat etwas viele leichte Fehler gemacht und das ist normalerweise nicht typisch für sein Spiel. Wenn er normalerweise einen langen Schupfball in die Vorhand bekommt, dann ist das zu 90% ein Punkt. Und heute hat er von diesen langen Schupfbällen vielleicht 20% getroffen und dann ist natürlich die einseitige Partie ein bisschen zu erklären. Ja, das wird Herr Hampel natürlich Timo Boll weitere Öffentlichkeit bringen. Was ist Timo Boll denn für ein Junge? Müssen Sie ihn immer am Boden halten oder ist er von sich aus so, dass ihm das eigentlich nicht zu Kopf steigt? Sie kennen ihn ja in- und auswendig. Also ich würde sagen, Timo Boll ist ein Junge, der sehr gut erzogen ist, der eigentlich sehr mit diesem Erfolg fertig werden kann und der eigentlich nicht abhebt. Und ich hoffe, er bleibt noch lang so. Ein Blick auf die Tabelle soll unsere heutige Sendung abrunden und auch abschließen. Also, Gönnern hat seine Position in der Tabelle gefestigt, vielleicht sogar ausgebaut. Ja, nach wie vor Tabellendritter, jetzt mit 16:8 Punkten. Also, die Playoffs um die Meisterschaft sind fast schon erreicht. Das ist das Ziel von Gönnern, unter die ersten 5 zu kommen. Und für Mülheim wird es natürlich immer enger. Herr Heckenberger, also da hat sich punktemäßig auf dem positiven Konto nichts getan. Nach wie vor 4 Punkte zum rettenden Ufer. Wo sollen denn die Punkte geholt werden oder hoffen Sie nur auf die Playdowns? Ja, wir können natürlich nicht nur auf die Playdowns hoffen. Wir haben jetzt zumindest noch Jülich und Würzburg als direkte Mitkonkurrenten noch zu Hause in der Rückrunde. Und wenn wir die 4 Punkte holen sollten, dann wären wir zumindest punktgleich mit Würzburg. Und dann wäre für die Playdown-Runde eventuell noch was möglich. Ja, Ihnen wünschen wir alles Gute im Kampf gegen den Abstieg und für Sie, dass Sie die etablierten Vereine im zweiten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit nicht nur ärgern, sondern richtig angreifen. Recht herzlichen Dank an Sie beide. Ich darf Ihnen sagen, dass es Tischtennis wiedergeben wird im DSF und zwar in 2 Wochen. Das ist wieder ein Freitag, der 13. Und da sind wir wieder in Ochsenhausen. TTF Liebherr Ochsenhausen gegen Borussia Düsseldorf. Das Ganze wie gewohnt um 20 Uhr. Ich bedanke mich für heute für Ihr Interesse hier aus Breitenbach mit einem klaren 6:0 von Gönnern über Mülheim. Und hier sind die Bilder des Tages. Tschüss.
Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm. Ihre Programmzeitschrift präsentierten die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Die Highlights des Tages werden Ihnen präsentiert von Butterfly Tischtennis-Equipment.